Eine lange Partie Schnick, Schnack, Schnuck. Alles klar. Was wählt ihr da aus? Wir werden es erleben. Lylat und Battlefield sind gebannt. Sieht aus, als würden wir auf Final Destination spielen. Und so ist es. So. Und das Spiel geht direkt los mit ein paar guten Jabs. Und zack. Häschen stellt direkt Stage Control für sich her. Sehr nützlich in diesem Spiel. Schnappt sich die Banane und catcht sein Landing noch einmal. Schon 60% für Häschen. Das ging schnell. Oh. Klassischen Rosalina Jabs. Kann man da was machen? Nein, ja, doch. Oh. Da geht er aber direkt für alles. Juha verteidigt seine Herrin. Das ist nur mal ein Junge oder ein Mädchen. Oder ein S. Auf jeden Fall ist S broken. Juha verteidigt seine Herrscherin weiter. Ein Approach für Diddy Kong, zack, wieder gegrabt im Hitlag. Nicht schlecht. Eieiei, die Clanks gerade aber auch. Das geht ja gar nicht. Und die Becker beendet den Stock. Die sind auf der Suche. Noch ein bisschen Damage, bevor der KO kommt, aber frisst direkt 35%. Das ist sehr gut für Rosalina. 40, 60. Oh! Und Luma mit dem Finish. Eine liebevolle Umarmung der Mutter. Wird etwas gebannt? Wird nichts gebannt? Sie gehen Smash Bell. Hier ist sie wieder mit einem starken Anfang. Aber das heißt noch nichts. Oha. 45% ohne Antwort. Aber Rosalina direkt in eine bessere Position geschlichen hier quasi. Nur verteidigt seine Herrscherin schon wieder. Aber diese Monkey Flips haben bisher noch nicht funktioniert. Außer vielleicht die Flüchtenden. Die Offstage immer gefährlich. Geht die Ledge Trap los. Oh, muss Lua schilden. Rückwärts, aber ein bisschen kriegt den K.O. Dragon Opportunity. Bisschen von der Ledge. Oh, starker Monkey Flip durch Luma und Rosa hindurch einmal. Clanks über Clanks. Aber bisher sieht das ganz gut aus für ein bisschen. Und Luma dead. Oh nein, die Plattform rettet Luma. Aber jetzt ist es vorbei mit Luma.
Rosa kriegt auch noch mal ein bisschen Damage. Kann Rosa landen? Nein, noch mal. Auch wieder da. Aber das funktioniert einfach nicht gegen Rebus. Sehr zuverlässig gepunished bisher. Oha, diesmal nicht. Und Lua ist schon wieder tot. Damit habe ich nicht gerechnet. Ein überraschender Kill durch den Forward Throw. Ziemlich niedrige Prozent eigentlich. Hat Rebus, glaube ich, auch mit was anderem gerechnet. Tiefe Meditation über den nächsten Counterpick. Battlefield ist die Wahl der Dinge. So, Game 3 schon. Die Jabs holen sich die Stage. Für Luma. Aber Luma ist schon früh gestorben. Wenn Luma nicht on deck ist, sind die Monkey-Flips auf jeden Fall viel effektiver, aber Luma direkt wieder da. Tankt den Down-Smash, als wäre es nichts. Kam die Options jetzt auch noch mit Banane. Kommt Rosa da wieder runter. Oh, und Luma ist schon wieder tot. Dieser Down Smash wird nicht mehr getankt. Two-Frame Down Tilt. Aber führt in nichts. Die Banane, aber keiner kriegt sie. Jungle Opportunity. Was ist das? Ja. Throw off stage, kommt die down in rechtzeitig. Ruhe entledigt mit zwei Backairs. Ich bin sauschnell, Eric. Dass er das lebt. Diesmal aber nicht, ja. Und da kommt Didi wieder rein. Ziemlich ausgeglichen, aber wobei. Das ist auf jeden Fall eine gute Position für Diddy Kong. Der Damage steigt. Wie kommt Luma wieder an Stage ran? Immerhin ist Luma wieder da. Jabs. APS. Gefährliche Situation. Nein! Aber Luma wird gekillt vom Monkey Flip durch den Schild. Rico ist schlau die Banane geholt. Aber schon wieder benutzt. Guter Air Dodge. Aber jetzt ist sie wieder in der Ledge und das ist es. Die Frau, der Take den Stock. Falls ich ein bisschen erkältet klinge, ich bin es. Ich bin erkältet. Es tut mir leid. Ich werde mir einmal die Nase putzen. Direkt zurück auf Battlefield. Das Spiel geht wieder zu lieben Jabs los. Oh ja. Interessant gespacer Flip.
trotz Perfect Shield nicht gepunished. Abwehrs. Gefährlich. Viel Damage. Viel Damage. Oha. Oha. Aber hier kommen die Ledge Traps. Das Modpack sagt, was es ist. Rosalina, sehr gefährlich für sie offstage. Besonders gegen Charaktere mit einem Spike. Oh, aber der Backhit reicht noch nicht. Reicht die Backhit? Ja. Die Backhit nimmt den Stock. Sehr ausgeglichen. Absolut schwachbar. Aber das ist natürlich. Stressig. Interessant. Jabs von überall. Nice. Uiuiui. Und Luma stirbt in dem Trade. Unglückliche Situation. Oh, Edgeguard Situation. Oh, schade. Das war echt knapp. Ja. Und Luma kaum da, kaum gewonnen, schon wieder zerronnen hier. Rosalina offstage. Top-Plattform killt es natürlich nochmal früher. Und damit holt sich Häschen das Set. Und